Herzlich willkommen heute Abend zu einem spannenden Thema. Und diejenigen, die mich nicht kennen, mein Name ist Susanne Willhöft. Ich möchte euch heute Abend ein bisschen in meine Welt mit dem Thema Sculpt von der Firma Root mitnehmen. Und ich weiß, ganz viele kommen heute, weil ihr Wissen haben wollt, was ist das Produkt. Ich habe ein paar Folien vorbereitet, aber ich sage euch das gleich, es wird kein Fachvortrag. Denn ich habe mich bewusst 2008 entschieden, die Welt der Medizin zu verlassen. Ich bin ursprünglich, komme ich aus der Altenpflege und mein Bewusstsein hat ganz viele Dinge vergessen und hat sie einfach gelöscht. Deswegen, mir geht es heute Abend primär darum, mit euch über ein ganz, ganz wichtiges Thema zu sprechen. Und deswegen mache ich jetzt auch einmal die Folien auf. Es geht um das Thema Ballast loswerden. Und ich weiß, ich bin ja auch in der Gruppe, in der Skype-Gruppe, in der ganz, ganz viele von euch mit ganz hohen Erwartungen dieses Produkt erwartet haben, genauso wie ich. Denn ich bin einfach mal ganz kurz auch zu meiner Geschichte. Ich bin mein ganzes Leben lang oder ich war mein ganzes Leben lang geplagt mit einer Schmerzerkrankung, mit Asthma, habe Auf und Abs durch meine Medikamente erfahren, weil mein gesamter Stoffwechsel durch meine schweren Medikamente, die ich all die Jahre bekommen habe, komplett durcheinander gewürfelt ist. Und natürlich bin ich genauso an eine ganz große Erwartung an dieses Produkt gegangen, denn ich habe vieles ausprobiert und ja, habe versucht, die Erwartungen runterzudrücken. Und ich weiß, dass ihr ganz viel selber schon erfahren habt. Ganz viele von euch, die heute hier sind, ihr habt Erfahrung schon mit dem Produkt. Und ich möchte aber heute mal auf ein wirklich Begleitthema eingehen. Nicht nur dieses Ballast an Körpergewicht, an, ich sage jetzt mal, die kleinen Dinge, die wir nicht haben wollen, sondern es geht um das Ganzheitliche, die ganzheitliche Sicht, das Leben komplett umzukrempeln. Und ich möchte heute darauf hinweisen, dass das, was ich sage, den einen oder anderen triggern kann, den einen oder anderen vielleicht kopfschütteln lässt, weil ich möchte auch auf eine ganz andere Ebene schauen. Ja, nämlich, es geht um die Ganzheitlichkeit. Es geht um ganz viele Themen drumherum, was diese ganzen emotionalen Themen betrifft, wenn ich mich entscheide, meine Gesundheit anders zu gestalten. Wenn ich merke, es ist in meinem Körper, in meinem Geist irgendetwas, was mich stört, ja, und wir haben verschiedene Verhaltensmuster. Jeder ist unterschiedlich. Und ich möchte heute den Schwerpunkt darauf legen, dass ihr diese Erwartungshaltung an ein Produkt aus einer anderen Ebene betrachtet. Und das geht wirklich zu 100% immer nur darum, dass ihr euch wohlfühlt. Und ich weiß, ich lese ganz stark mit, ich habe mich in der Gruppe noch nicht wirklich gezeigt. Und ich habe teilweise Tränen in den Augen gehabt, weil ich genau verstehe, warum, weshalb, wieso einige enttäuscht sind, verzweifelt sind. Und ich kenne diese Geschichte, denn auch ich habe eine Geschichte. Ich bin seit 5 Jahren, jetzt mehr als 5 Jahren, 30 Kilo mehr. Und ich weiß, was das mit dem einen oder anderen machen kann. Und darum war mir das heute so wichtig, mit euch in dieses Thema zu gehen. Und ich möchte hier keine Heilaussagen machen. Ihr seht unten an dem Bild natürlich unseren Disclaimer, dass es heute wirklich nicht um gesundheitliche Themen an sich geht. Ja, es geht darum, dass wir verstehen die Zusammenhänge zwischen Bewusstsein, Unterbewusstsein, was es mit uns macht, wenn wir mit diesem wunderbaren Produkt von Frau Dr. Christina Rahm in Kontakt kommen oder jetzt auch schon die ersten Erfahrungen gemacht haben. Und deswegen nur mal so die groben, ich sage jetzt mal die groben Factsheets, ne? Die Übersicht, viele von euch kennen auch schon Vorträge zum Thema Skype, haben vielleicht auch schon von Dr. Rahm den Call gesehen. Ich gehe da ganz kurz drauf ein, für diejenigen, die heute vielleicht auch komplett neu sind und Informationen haben wollen zu diesem Produkt. Ja, und wie gesagt, ich habe kein Produktwissen heute mitgebracht. Fragen könnt ihr gerne nachher in den Chat stellen, aber natürlich auch hinterher Fragen stellen, weil wir haben einige Kollegen hier, die sehr fit sind. Genau, und es geht halt eben so, wie viele es denken, natürlich bei dem Produkt darum, dass man etwas tun kann, um sein Gewicht zu verändern. Ja, und da geht es nicht nur um das Gewicht in Form von Zahlen auf der Waage, sondern es geht auch um den Ballast,
den ich in meinem Körper trage. Und dieser Ballast kann auch unter anderem in den Organen selbst liegen. Und es kann auch, lass dir bitte die Leute noch ein. Genau. Es kann auch sein, dass sich die Dinge ganz anders entwickeln, als ihr es erwartet. Ja? Und dieses Produkt, Frau Dr. Rahm hat es gesagt, kann eine gesunde Gewichtsabnahme unterstützen. Es hat aber noch ganz, ganz andere Aufgaben. Und da gehe ich nachher zum Schluss ein bisschen drauf ein. Eben meine Folie nicht. Genau. Und hier habt ihr eigentlich genau das, worum es geht. Es ist ein Produkt, das für die Menschen geeignet ist, die einen natürlichen, ganzheitlichen Ansatz von Gesundheitsroutine haben wollen. Ich weiß, es ist so nach außen hin vielleicht der ein oder andere auch so promotet worden, dass man damit jetzt abnehmen kann und wir haben viele tolle Erfahrungen. Aber ich möchte heute wirklich darauf eingehen, was heißt denn Gewichtsmanagement? Ja, also Gewichtsabnahme haben vielleicht diejenigen von euch, die schon was ausprobiert haben, einiges ausprobiert und es gibt unfassbar viele Dinge auf dem Markt. Ich bin die, sag ich mal, Fraktion, die sich eher mit dem Thema beschäftigt, was hat man uns, genauso wie die letzten 4 Jahre und davor, alles erzählt, was wir tun sollen, was wir tun können, was uns hilft, was uns verändert, was uns abnehmen lässt. Wir wissen, wir sind alle bei Root, weil wir wissen, dass auch dieses Thema vielleicht auch ein bisschen anders kommuniziert wird in den Mainstream-Medien, als es vielleicht tatsächlich der Fall ist. Auch das, ich sage das jetzt mal ganz bewusst, kann auch ein Lobby-Thema sein, dass man Gewichtsmanagement in eine gewisse Kategorie schiebt, um einen Markt zu bedienen. Und deswegen heute bitte nochmal diesen Schwerpunkt darauf, dass hier um wirklich eine Gesundheitsroutine geht. Und das heißt nicht einfach nur eine Kapsel zu schlucken. Genau. Fragen bitte am Ende. Ja, das wäre ganz lieb. Da hat gerade jemand eine Hand gehoben. Genau. Also, und das ist das Allerwichtigste, woran es mir heute gelegen ist. Denn ich selbst habe eine Erfahrung gemacht. Da gehe ich nachher auch ein bisschen drauf ein. Weil ich halt eine Grunderkrankung habe. Ist es ein Produkt, das ich selber mit Respekt betrachtet habe und auch in Begleitung nicht meines Arztes, aber einer Heilpraktikerin bin? Weil, und das ist das, was Frau Dr. Christina Rahm jedem auch an die Hand gibt, bitte dieses Produkt ganz individuell zu betrachten. Es ist keine Kapsel, die kann jeder schlucken. Er nimmt in 3 Wochen 10 Kilo ab. Ja, das funktioniert hier nicht. Sondern jeder von euch hat irgendetwas, was er mitbringt. Auf körperlicher Ebene oder aber auch auf emotionaler Ebene. Und bitte, bitte, wenn ihr eine Grunderkrankung habt, besprecht es bitte mit eurem Arzt oder dem Heilpraktiker oder eurem Coach eures Vertrauens und lasst es bitte begleiten. Denn in dem Körper passiert etwas. Ja, und das ist halt das Thema, worauf ich heute mit euch eingehen möchte. Wenn ich eine gesunde Gewichtsabnahme unterstützen möchte, dann braucht es natürlich auch ein bisschen die Vorstellung, was möchte ich? Möchte ich einfach so weiter essen wie bisher? Möchte ich auf, ihr kennt das vielleicht alle. Es gibt Low Carb und es gibt ganz, ganz verschiedene Formen, hier Kohlenhydrate wegzulassen, Kohlenhydratdiäten, was es nicht alles gibt. Jeder von euch hat einen unterschiedlichen Ansatz. Und Sculpt hat Vorteile für eine, sag ich mal, eine Lebenseinstellung. Wenn ich gewisse Dinge einfach weitermachen möchte, ist das so. Wir haben Kollegen, die haben einfach nichts verändert und haben Veränderungen erlebt. Und ihr seht es hier, es geht darum, Kalorienaufnahme zu reduzieren. Das funktioniert, kann funktionieren mit diesem Produkt. Ja, es kann helfen, weniger Hunger zu haben. Das haben ganz viele von euch. Bei mir ist das so, ich habe eine unwahrscheinlich hohe Verbrennung. Das merke ich. Also mein Motor, mein Stoffwechselmotor fängt an, ja, fängt an zu arbeiten. Und ganz, ganz großes Thema. Und ich glaube, dass das ein Thema ist, was ich unterschätzt habe an dieser Stelle. Das ist die Regulierung des Glukosespiegels. Gehe ich nachher auch noch ein bisschen drauf ein. Genau. Und dann natürlich das große Thema, wir alle wollen ganz viel loswerden. Ne? Diejenigen, die an der einen oder anderen Stelle 3 bis 4 oder so wie ich in meinem Fall 30 Kilo mehr auf den Rippen haben,
möchten es loswerden. Das heißt, wir brauchen einen Prozess im Körper, der das anschiebt. Und dafür ist dieses Produkt auch geeignet. Ja, und ihr seht hier einfach mal ein paar Dinge. Und ich möchte heute wirklich gar nicht so sehr auf diese Inhaltsstoffe eingehen. Ich möchte, hier habt ihr eine Übersicht. Ja, ihr dürft das auch gerne, das dürft ihr euch gerne fotografieren, wenn ihr möchtet. Weil das ist mal, kann man auch mal ganz schön nachlesen, was das für Inhaltsstoffe sind. Das ein oder andere kennt ihr kennt Kidneybohnen, ihr kennt Baldrian, ihr kennt Ingwer. Und InnoSlim ist vielleicht für diejenigen, die mit Diabetes zu tun haben, ein bekannter Begriff. Gehe ich gleich ganz kurz drauf ein. Und ihr seht hier eine Rankpflanze, die Gymnema sylvestre. Das sind die Inhaltsstoffe, auf die ich auch nur wirklich ganz kurz eingehe. Ich möchte gar nicht auf diese ganzen Vorgänge eingehen, die hier stehen. Aber ihr seht hier zwei Inhaltsstoffe. Kommt aus der Medizin. Das ist auch patentiert. Das ist in Amerika ein sehr gängiger Inhaltsstoff. Und ihr seht hier, was kann. Diejenigen, die vom Fach sind, verstehen die Dinge. Ich gehe da wirklich nur ganz, ganz grob drauf ein. Also, es geht darum, in eurem Körper einen Stoffwechselprozess anzuregen, der, und zwar bitte, bitte, nicht falsch verstehen, von den meisten von uns unbewusst, aber auch bewusst in eine Richtung geschoben wurde, weil wir uns einfach in einer Zeit bewegen, in der alles hektisch ist, in der alles schnell gehen muss, in der gerade, ich sage jetzt mal, Mütter in einer Situation sind, immer zu entscheiden, kann ich mir das gute Essen leisten? Geht es schnell? Oder nehme ich eher das, was schnell geht, billiger ist? Das ist ein großes Thema in dieser Zeit. Und das hat natürlich eine Auswirkung. Es hat eine Auswirkung über Jahre oder Jahrzehnte, die unseren Stoffwechsel betreffen. So, und jetzt kommt da so eine kleine Pille und wir erwarten, dass diese Pille es von heute auf morgen alles reguliert. Und ihr seht, also es geht hier wirklich um einen großartigen Prozess, den der Körper eigentlich alleine kann, nämlich das, was wir in uns aufnehmen, im Darm auseinander, sag ich mal, zu verstoffwechseln, in den Kreislauf zu bringen und dafür zu sorgen, dass die Muskeln und die Fettzellen im Gleichgewicht sind, dass die Muskeln stärker sind als das Fett, dass es verdrängt wird. Und das kann reguliert werden. Das ist aber ein Prozess, der geht nicht von heute auf morgen. Und deswegen auch, und da bin ich jetzt mal ganz frech an meine lieben Kollegen, Aussagen wie, ich kann hier mit diesen Themen ganz schnell ganz, ganz furchtbar viel abnehmen. Ich finde, das ist immer eine ganz, ganz, ist ein großer Drahtseilakt, weil das schürt Hoffnung und jeder ist unterschiedlich. Und an dieser Stelle bitte, jeder hat einen anderen Körper, hat einen anderen Zustand und bringt eine andere Voraussetzung mit. Und ihr seht, Frau Dr. Rahm hat ganz, ganz wunderbar wirklich sich Gedanken gemacht, was kann ich hier reinbringen, um uns zu helfen, wirklich uns zu helfen, dass unser Körper diesen normalen Stoffwechselprozess wieder erlernt. So, und je nachdem, wie ich vorher gegessen habe oder ob ich Medikamente genommen habe, die mir den Darm kaputt gemacht haben, mein Stoffwechsel vielleicht durch diverse Diäten einfach verändert hat. Na, ihr seht hier, wir haben hier die Pflanze, die ich immer nicht aussprechen kann, also diese Rankpflanze, ja, die uns wirklich hilft, Zucker so zu verarbeiten, dass unser Blutzuckerspiegel ins Gleichgewicht kommt. Dazu kommen ganz viele Faktoren, ne? Und diese Erwartungshaltung, dass das jetzt sofort ganz schnell gehen muss und dass ich doch unbedingt was sehen möchte und dass ich unbedingt auf der Waage etwas sehen möchte. Ich kann auch sagen, ich habe 4 Kilo mehr. Ja, aber dafür habe ich an anderen Stellen gemerkt, dass sich was verändert. Aber das hier ist etwas, was sie eingebaut hat, was wirklich ganz, ganz wunderbar als Leiter fungieren kann, nämlich dass es sich umstellt. Aber bitte, an dieser Stelle nochmal, jeder in seinem Tempo, mit seinen Voraussetzungen und natürlich kein Freifahrtschein, einfach so weiterzumachen und den einfachen Billigzucker ständig in sich aufzunehmen. Und das ist ein wichtiger Aspekt. Ja, ihr wisst ganz, ganz viel. Ich weiß, viele von euch beschäftigen sich schon lange mit diesem Thema und jeder von uns kennt Ingwer und weiß, dass Ingwer ganz wunderbar gesund ist, dass man das in verschiedenen Varianten auch zu sich nehmen kann.
Wir trinken es tatsächlich über unser Wasser jeden Tag und tun es natürlich auch in anderen Ebenen in den Körper. Aber wenn wir über Jahre und Jahrzehnte sag ich mal, eine Gesundheitsroutine hatten, indem wir uns mit Themen beschäftigt haben, wie viele Medikamente ich am Tag nehmen muss, um meine Schmerzen zu verändern, oder aber einfach auch ein ganz, ganz großes Thema, wenn ich Schmerzen durch Essen verdränge, kann ich euch sagen, als Schmerzpatientin, ich habe es nicht bewusst gemacht, sondern ich habe ganz viel emotional gegessen. Und das führt im Körper zu dauerhaften Entzündungen, wenn ich ständig meinem Körper dieses, ja, Zeug zur Verfügung stelle, dass der Darm es nicht mehr verarbeiten kann, dass der Körper total, sag ich mal, wirklich, man sagt Silent Inflammation, dass man also eine stille Entzündung im Körper hat. Und dafür ist Ingwer zum Beispiel ein ganz, ganz wunderbares Parameter, um auch dort im Körper Unterstützung anzubieten, dass sich Dinge zurückentwickeln können in den Ursprung. Wie bei allen Produkten von Wut, dass es darum geht, dem Körper die nötige Unterstützung zu bieten, dort wieder hinzukommen. Deswegen Ingwer, ja, also Entzündungen für diejenigen ganz wichtig, die das kennen. Die Kidneybohne, da gehe ich nachher nochmal drauf ein. Ich möchte euch nachher ein Bild geben, aber an dieser Stelle ganz wichtig. Ich glaube, viele, viele von uns, wir wissen, was das heißt, falsches Zucker oder halt diesen Billigzucker, den Einfachzucker zu nutzen, und es sind so viele versteckte Zuckersorten in unserer Nahrung. Und jetzt kommt da dieses Produkt, ja, und wir freuen uns so, juhu, ich kann jetzt trotzdem weiterhin mein Brot essen, und zwar in Massen. Und diejenigen, die sich mit Ernährung auskennen, ihr wisst ja auch, dass unsere Ernährungspyramide komplett verdreht ist, dass es viel zu viel, wir viel zu viel Getreide zu uns nehmen, dass der Körper das nicht mehr verarbeiten kann, zu den ganzen Giftstoffen, die wir eh noch obendrauf packen. Ja, und dafür ist halt eben auch die Kidneybohne ganz, ganz großartig, um wirklich auch diesen Zucker, diese Zuckerflut in eine richtige Richtung zu lenken. Und auch an dieser Stelle sage ich, es geht um Gesundheitsroutinen. Wenn ich mit diesem Produkt anfange, ist es ganz wichtig, sich zu überlegen, vielleicht auch mal drauf zu schauen, was esse ich denn wirklich? Wie oft greife ich nebenbei mal zu etwas an dieser Stelle, einfach mal nochmal daran zu denken. Es ist schön, dass wir dieses Produkt haben. Und jetzt kommt für mich der ausschlaggebende Faktor, der mich dazu entschieden hat, heute Abend diesen Vortrag zu machen. Ich habe mich gefragt, warum ist Baldrian in diesem Produkt? Und ich hatte eine Erfahrung mit dem Produkt, das mich in die Ruhe gezwungen hat. Und ich lese bei ganz vielen in der Skype-Gruppe, dass sie müde sind, dass sie erschöpft sind. Ja, und wenn ihr euch ein bisschen damit beschäftigt, warum, weshalb, wieso natürlich unser Körper auch so überreagiert an manchen Stellen, dass diejenigen, die sagen, ich will doch abnehmen und ich nehme zu und ich werde unruhig oder ich bin nur noch müde, dass der Körper anfängt zu arbeiten mit einem, sag ich mal, mit Inhaltsstoffen aus der Natur, die so stark anregen, sich zu erinnern. Und das ist ein Prozess. Das ist ein Prozess, der braucht Ruhe, der braucht Stille. Und Baldrian ist entspannend, ja. Und das Einzige, was, sag ich mal, wirklich absolut kontraproduktiv ist, gerade wenn wir dieses Skype-Produkt in der großen Hoffnung haben, dass sich was verändert. Es ist die Ruhe zu bewahren und nicht in diese große Erwartungshaltung, Enttäuschung zu gehen. Da passiert nichts. Ich bin jetzt schon seit 3 Wochen dabei und ich habe noch gar nichts empfunden und ich sehe nichts. Und auch an dieser Stelle. Ich weiß, wovon ihr sprecht. Weil ich habe das selber gehabt. Ich habe mir ganz fest eingeredet, ich gehe nicht in die Erwartungshaltung, weil ich weiß, was das bei mir auslöst, nämlich Stress. Und Stress ist der größte Killer. Ich sage es ganz bewusst, der größte Killer, dass ihr überhaupt abnehmen könnt, dass euer Körper überhaupt in der Lage ist, irgendwas aufzunehmen. Da könnt ihr noch so viele Pillen, da könnt ihr noch so viel, sorry, noch so viel Rotprodukte nehmen. Ja, dieser innere Stress
ist so unfassbar schädlich für alles, was wir für die Gesundheit tun. Und wir haben schon eh genug Stress da draußen. Ja? Und jeder, der am PC sitzt, der hat den ganzen Tag, der wird den ganzen Tag beschallt übers Handy und so weiter. Und dann kommen wir jetzt und wollen jetzt einfach was verändern und der Körper braucht die Ruhe. Und deswegen ist Baldrian dabei. Einfach um dem Organismus die Möglichkeit zu geben, in die Heilung zu gehen. Und ich sage das ganz bewusst, denn die Heilung passiert in der Nacht. Ihr kennt das alle. Wir nehmen das Silvo-In, diejenigen, die bei Wut sind, weil in der Nacht die Zelle regeneriert. So, und wir sind den ganzen Tag in der Erwartung, es muss hier was passieren. Ja, und deswegen, ich möchte hier mal einfach einen kleinen, deswegen dieser Exkurs auch heute so ein bisschen in diese anderen Themen, dass ihr euch mal überlegt, was bist du, wenn du etwas isst? Bist du ein Mensch, der in Ruhe ist? Bist du ein Mensch, der nebenbei ist, der morgens schon anfängt, bevor er überhaupt irgendetwas macht, erstmal den Kaffee zu sich nimmt? Ja, auch nur nebenbei, so neben sich fertig machen, zur Arbeit gehen und so weiter. Ihr kennt das alle. Und ich möchte einfach so diese Botschaft, die Dr. Ram für mich ausgedrückt hat, über dieses Bild mit euch einfach mal ein bisschen verdeutlichen. Denn unser Körper hat Eigenschaften und es gibt, seht ihr hier auf dem Bild, es gibt Dinge aus der Natur, die kann uns unterstützen. Sie hat ganz viel davon eingebaut, aber es geht um das Bewusstsein an dieser Stelle. Ne? Und wenn ihr einfach mal guckt, viele, ich weiß, viele von euch wissen das, ja, aber dass wir zum Beispiel die Kidneybohne sieht aus wie eine Niere. Ja, und es gibt ganz, ganz viele, das wisst ihr wahrscheinlich auch, ne, Tomate, das Herz und so weiter, Ingwer, der Magen. Ja, der Magen, der zum Magen-Darm-Trakt gehört, wo der ganze Stoffwechselprozess stattfindet. Deswegen ist da auch Ingwer mit drin. Aber machen wir uns darüber wirklich Gedanken, was kann dieses Produkt in mir eigentlich entfachen? Und das war der Grund, warum die Lydia mich gebeten hat, darüber zu sprechen, denn ich habe eine Erfahrung gemacht, dass die Tomate in diesem Bild, stellvertretend für das Herz, bei mir nicht mehr so richtig wirklich funktionieren wollte, als ich begonnen habe, dieses Produkt einzunehmen. Und ich habe mich gefragt, was ist denn da gerade los? Warum stolpert jetzt mein Herz hier so ein bisschen? Und mich hat das buchstäblich aus den Socken gehauen. Ich habe ganz vorsichtig angefangen und ich habe völlig unterschätzt, dass mein Körper in einem Zustand ist, durch viel, viel Missbrauch an meiner Seele, an meinem Körper und mein Körper einen Schutzpanzer aufgebaut hat. Und jetzt kommt da so ein Produkt aus der Natur und räumt so richtig auf. Und ich weiß, ich lese das bei euch ja auch mit. Und man fragt sich, was passiert da in einem? Und ich habe mich wirklich gefragt, in Ruhe, in Stille. Ich habe mich bewusst eine Woche lang in die Stille begeben, um mich zu beobachten, was denn dieses Produkt mit mir macht. Und mein Herz hat so deutlich gesprochen, du tust dir nichts Gutes. Dein Herz möchte jetzt gesehen werden. Und ich möchte euch wirklich, und das wird jetzt für den einen oder anderen vielleicht ein Thema, das euch vielleicht nervt, aber ich finde es wichtig, weil wir essen nicht nur, weil wir unseren Hunger stillen, sondern wir essen, weil dahinter ganz oft Themen stecken. Mangelnde Selbstfürsorge. Ich weiß genau, dass die Tüte Chips nicht in Ordnung ist und ich esse sie trotzdem. Und ich sehe das Problem, ich schaue trotzdem weg. So, und ihr seht hier, man kann diese Verbindung, warum sieht denn ein Gemüse und ein Obst aus wie ein Organ von uns? Weil wir unseren Körper unterstützen können. Wir können ihn aber nur unterstützen, wenn wir uns dessen bewusst sind, was wir da tun. Ja, und es geht für uns alle um Transformation. Natürlich, auch ich möchte meine Funde loswerden. Aber ich weiß, dass wenn meine Funde fallen, kommen meine Themen, die dafür gesorgt haben, dass ich dicker geworden bin. Schlechtes Essen, unbewusstes Essen, ja, zwischendurch Dinge, die ich nicht gut vertragen kann, das kann man alles austesten. Wir haben ganz wunderbare Kollegen, die das auch machen. Ja, es gibt ja Bluttests, es gibt alle möglichen Dinge, dass man gucken kann, was tut mir gut und was ist für meinen Körper zurzeit geeignet. Aber ich möchte euch auf dieses Bewusstseinsthema wirklich auf diesen Weg bringen. Denn das, was wir in unserem täglichen
Gesundheitsroutinen Ablauf haben, sind ganz oft unterbewusste Prozesse. Prozesse, die wir uns angeeignet haben aus der Kindheit, aus der, vielleicht aus einer Beziehung, na, durch den Arbeitsalltag und so weiter und so weiter. Und unser Unterbewusstsein, das funktioniert im Verhältnis zum Bewusstsein übermächtig. Ich möchte euch mal eine Zahl nennen. Das Unterbewusstsein, also die Dinge, die wir automatisiert machen, morgens den Kaffee kochen, das Brötchen einkaufen, Brötchen essen, ja, das sind Dinge, die machen wir unterbewusst. Wie einen automatisierten Ablauf. Und dieses Unterbewusstsein funktioniert in der Sekunde 40 Millionen Bits pro Sekunde. Das, was wir bewusst machen in der Sekunde, sind 40 Bits pro Sekunde. Das heißt, unser Unterbewusstsein manipuliert uns in dem Moment, wo wir etwas tun wollen. Aber das Unterbewusstsein fängt an zu arbeiten. Und wenn ihr an dieser Stelle euch einfach klar werdet, ihr wollt jetzt etwas verändern, ihr wollt vielleicht nicht nur abnehmen mit diesem Produkt, sondern eurem Körper wirklich auch wieder die Möglichkeit zu geben, dorthin zu kommen, wo er mal war, ne, in seinem Gesundheitszustand. Seid euch bitte bewusst, dass das Unterbewusstsein anfängt, euch wirklich zu manipulieren, Stress hochzufahren. Ja, und ich weiß, der eine oder andere sagt, ja toll, der andere, der macht das mit Leichtigkeit, der kann trotzdem weiterhin das essen, was er vorher auch gemacht hat, hat abgenommen. Bei mir funktioniert das nicht. Schau bitte hin, warum funktioniert das bei dir nicht? Was sind deine Prozesse? Was sind deine Themen, die dich dahin gebracht haben? Ja, auch das wirklich auch mit einzubeziehen, wenn ihr dieses Produkt nutzt. Hier ist nochmal ganz wichtig der Punkt, sich mehr Ruhe zu gönnen und auch mal dieses Bewusstsein, den Geist wachsen zu lassen, nämlich intuitiver zu werden, mal in euch hineinzufühlen. Was passiert denn da gerade mit mir? Ja, und ihr wisst selber, wenn man einen Körper entwickelt hat, der einem nicht gefällt, fängt man an, Dinge auch zu verstecken. Ne? Also ich bin so der klassische, ich habe mir angewöhnt, alles zu verdecken. Ich trage nicht keine Kleider mehr, ich trage Säcke. Ja, weil ich es nicht sehen will. Ja, und ich glaube, der eine oder andere kennt das von euch. Man redet sich Dinge schön. Und wenn ihr in diese Ruhe geht und diesen Geist mal sprechen lasst, werdet ihr spüren, warum in eurem Körper zum Beispiel gerade etwas passiert. Warum werde ich müde? Weil ich vielleicht permanent drüber bin, weil ich permanent zu viel arbeite, um nicht hinzugucken. Anstelle mal einen Spaziergang zu machen, setze ich mich abends aufs Sofa. Und all diese Dinge kommen hoch, wenn ihr mit diesem Produkt anfangt. Das kann ich auch sagen. Diejenigen, die bewusst unterwegs sind, werden spüren, was da in seinem Körper passiert. Ja, und auch der Wissenschaft, das, was Frau Dr. Rahm hier entwickelt hat, nicht einfach ein Produkt ist, das man einfach nur reinwirft, sondern sie hat ein, genauso wie alle anderen Produkte von Root, hochenergetisiert. Wissenschaft verändert sich. Das sagt sie immer wieder. Sie möchte auch die Wissenschaft und die Medizin verändern, weil sie weiß, dass die Wege dynamisch sind, dass wir uns ausprobieren dürfen. Wann nehme ich zum Beispiel das Produkt? Nehme ich es vorher, nehme ich es nachher, nehme ich es morgens, nehme ich es abends, nehme ich es nachts, nehme ich es mittags? Diese ganzen Fragen. Ja, das sind, und bitte jetzt nicht persönlich nehmen, das sind Fragen aus dem alten wissenschaftlichen Bereich, aus der alten Wissenschaft. Frau Dr. Rahm ist so hoch entwickelt, dass sie uns immer wieder sagt, kommt in eure beste Version. Und wer kann denn das entscheiden? Außer ihr selbst. Nicht der andere, der vielleicht schon 10 Zentimeter verloren hat, sondern du selber, weil du kennst dich, du kennst deine Schmerzpunkte, du weißt, an welcher Stelle dein Gewissen anfängt zu arbeiten. Oh, jetzt habe ich schon wieder ein Brötchen zu viel gegessen. Und das zu trainieren, dazu möchte ich euch heute ermuntern, ja, und auch diesen ganzen Prozess zu unterstützen durch, sag ich mal, Lebensweisen, zu meditieren, in die Ruhe zu kommen, eurem Geist mal die Chance zu geben, euch zu zeigen, warum ist das so entstanden? Warum habe ich plötzlich einen Bluthochdruck? Nicht nur, weil ich vielleicht übergewichtig bin, das kann auch anderweitig entstehen. Warum habe ich
mehr? Warum kneift es an der einen oder anderen Stelle? Warum tut mir meine Leber weh? Ja, und die Leber und die Organe, und ihr habt das ja eben auch gesehen an den Folien, wofür auch die einzelnen Inhaltsstoffe ja auch sind, ne? Den Darm zu unterstützen, meine Darmmassage zu machen. Diejenigen, die von euch Babys haben, kennen das vielleicht noch, ne? Eine Darmmassage von der Mama mit Öl. Kann man auch selber machen, oder? Als Partner es sich gegenseitig auch mal was Gutes zu tun. Fußbäder, ja, Fußbäder, die euch helfen, diesen Prozess mit auch zu entlasten. Ja, mein Körper hat komplett die Entgiftung versagt. Bei mir war alles im Stau, weil das war viel zu viel. Ich habe gedacht, ach, machst mal eine ganze Kapsel. Ich habe es gespürt, das wird mir zu viel. Und es war zu viel. Mein Körper hat komplett rebelliert und hat gesagt, jetzt ist Schluss, aus, geht nicht mehr. Und an dieser Stelle einfach zu entlasten, ein warmes Bad zu machen, Fußbäder zu machen. Also viele von euch machen das auch, ne? Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, basische Bäder zu machen, mit Ölen, euch was Gutes zu tun. Denn das ist ein Prozess, der zieht auch Kraft und der zieht auch Energie. Ja, und an dieser Stelle auch mal wirklich diese Meditation zu nutzen oder zu beten oder was auch immer ihr macht oder ein Dankebuch zu schreiben, in diese Stille zu kommen, der Zelle die Möglichkeit zu geben, auch aufzuräumen. Ja, und ganz, ganz wichtig, wenn ich in den Chats lese, wie ungeduldig doch einige mit sich selbst sind und über sich selber schlecht denken und sprechen, und das weiß ich aus absolut eigener Erfahrung. Ja. So kannst du dich nicht raustrauen. So kannst du nirgendwo hingehen. Ja, früher war ich mal schön. Heute bin ich 30 Kilo mehr. Was tun wir uns damit an, uns im Unterbewusstsein, um unseren Prozess mit Sculpt genau das zu verändern, nämlich eine Transformation? Und dazu gehören alle Ebenen. Ja, und deswegen einfach diese kleinen Hinweise. Sprecht bitte gut über euch. Auch wenn da 30 Kilo oder 10 Kilo oder 3 Kilo mehr sind, oder aber ihr das Gefühl habt, ihr habt mit eurem Körper einfach Raubbau betrieben, seid bitte gut zu euch. Und sagt auch nicht, ich bin dick, sondern in der Vergangenheit hat sich etwas angesammelt. Weil wenn ihr in dem Ist-Zustand sprecht, dann manifestiert ihr das. Ja? Und deswegen auch ganz wichtig, gut zu euch zu sein. Und jetzt möchte ich euch eine ganz kleine Technik geben, einfach auch diesen Druck mal rauszunehmen, ne? Diesen Druck, wenn andere jetzt schon 10, 15 Zentimeter verloren haben. Fangt mal an, euren Körper zu schütteln. Stellt euch einfach mal hin und schüttelt euch ganz leicht, mal wirklich so ganz leicht eure Gelenke durch, eure Oberarme, den ganzen Körper, um Stress abzubauen. Wenn ihr den Stress abbaut, ist eure Zelle in der Lage, auch viel besser dieses Produkt aufzunehmen. Ja, shake your body, mal wieder mit Spaß. Ja, und das kann man zum Beispiel machen. Ich weiß, ich nehme mich jetzt mal, meine liebe Karen, ne? Ich beobachte euch, ihr geht sehr gerne tanzen. Tanzt doch mal morgens einfach in das Leben hinein und nehmt die Kapsel. Ja, und stellt euch vor, dass sie euch in die Transformation bringt. Wir können diese Produkte übrigens alle mit programmieren, mit dem, was wir uns wünschen. Ja, ganz wichtig ist auch, was ich immer wieder mitkriege, ganz, 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 ganz wenige machen sich wirklich Gedanken darüber, was das Wasser für eine Rolle hat. Na, viele sind in der Wasserthematik zu Hause, also Wasser bitte in reinster Form dazu nehmen und auch das Wasser dementsprechend mit zu programmieren, dass es das macht, was ihr euch wünscht. Ja, wenn ihr wisst, dass ihr einen hohen Fettanteil habt, ich weiß, dass ganz viele auch so eine Fettwaage haben, ja, euch wünscht, dass eure Organe sich selbst entfetten, die Fettleber, dass sich das verändert. Nimmt das mit, das Wasser mit, ne? Übrigens Wasser, ja, einfach beim Wasser trinken den Gedanken mitnehmen ins Organ. Ihr könnt diese Produkte wirklich programmieren. Und ganz wichtig, auch alles, was eure Prozesse immer noch stören können, Elektrosmog, ja, macht nicht nur dieses Detox-Thema für den Körper, sondern auch für euren Geist und lasst mal das Handy weg. Und lest nicht diese ganzen Erfahrungen von den Kollegen, die so tolle Ergebnisse haben und bei euch passiert gar nichts. Ja, und ganz wichtig, hört mal bitte, bitte mehr auf euren Körper und auf eure Seele. Ja, und wirklich hinhören und nicht das hören, was man euch eingeredet hat.
du musst das so machen und der Kollege hat das so gesagt. Nein, was willst du? Willst du die Kapsel wirklich nur einmal nehmen oder möchtest du sie eigentlich zweimal nehmen? Probier es aus. Und das ist ja auch das, was in der Gruppe ja auch die liebe Sarah ja auch ganz viel auch euch gesagt hat. Kommt mehr in eure Intuition hinein. Und hier nochmal ein anderes Bild dazu. Ja? Achtet darauf, was der Körper euch sagt, wenn ihr das Produkt nutzt. Ja, bei mir war es die Leber, die war steinhart. Ja, weil die hat einfach gesagt, ist mir zu viel. Muss jetzt gerade mal dieses Gift alles sammeln und festhalten. Und das war mir klar und ich wurde richtig wütend. Und ich habe das auch bei vielen von euch gelesen und auch in den Reaktionen der Gruppe. Also diese Wut ist am Anfang bei vielen wirklich auch präsent gewesen. Da kommen Themen hoch und das hat ja auch Frau Dr. Rahm ja auch gesagt. Ja, dieses Produkt geht auch an die Themen, denn unsere Lebensthemen und unser unser Ballastthema sitzt in der Leber. Aber nicht nur dort, sondern auch in der Lunge. Ja, dort sitzt ganz, ganz viel Trauer. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Phänomene kennt mit diesem Produkt, dass da plötzlich Themen hochkommen, wo ihr weinen müsst und euch bewusst wird, so wie bei mir, die 30 Kilo sehen auch nicht schön aus. Ja, da habe ich vorher weggeguckt. Und da kommen halt wirklich diese Themen hoch. Und bei dem einen oder anderen hat es in der Niere gezwackt. Plötzlich hat das mit dem Wasserlassen nicht mehr so gut funktioniert. Ja, weil dort was passiert in eurem Körper. Und diese ganzen Abläufe dazwischen. Warum, weshalb, wieso jetzt bei dem einen es länger dauert und warum nicht? Das ist so individuell. Lasst euch bitte da begleiten. Das kann ich wirklich nur sagen. Wir haben ganz tolle Therapeuten hier im Netzwerk. Na, wir haben tolle Calls dazu. Oder lasst euch wirklich auch von eurem Arzt oder Heilpraktiker diesbezüglich, dem ihr vertraut, wirklich begleiten. Und lasst auch mal zu, dass wenn ihr dieses Produkt nehmt und ihr merkt da eine Veränderung, dass ihr auch mal diese Gefühle, diese Emotionen auch mal zulasst. Ja, auch mal wirklich zu sagen, ja, ich habe da vielleicht an der einen oder anderen Stelle wirklich zu viel gegessen und habe da nicht auf mich geachtet. Und ihr dürft dann auch mal bitte euch verzeihen und sagen, das war so. Es war zu der Zeit, war das für mich wichtig. Ich habe das gebraucht. Und nehmt ich sage es mal, diese Kapsel als Hilfsmittel, euch bewusst zu werden, was ihr mit eurem Körper alles machen könnt. Ja, und ich habe hier ganz, ganz kurz für diejenigen, die sich noch, sag ich mal, vielleicht auch mit diesen ganzen universellen Dingen beschäftigen. Unser Körper ist so individuell wie die Jahreszeiten. Ja, wie unsere Organe und auch wie unsere energetischen Bereiche jedes Einzelnen. Ja, und man kann, das ist die Fünf-Elemente-Lehre, wer sich damit näher beschäftigen möchte, darf gerne auf mich zukommen. Auch das können Zusammenhänge sein, dass ihr gerade in einem Prozess seid, dass euer Herz gerade ein bisschen Ruhe braucht. Ja, aber dafür eure Lunge gerade mal ein bisschen was loswerden möchte, weil ihr vielleicht jahrelang ganz viel die Luft angehalten habt, obwohl ihr eigentlich was sagen wolltet. Ja, oder aber ihr eure Nieren einfach immer mal wieder schön belastet habt mit, das bin ich nicht wert, das kann ich nicht. So, und wenn das nicht losgelassen wird, dann kann euer Körper nicht in die Transformation gehen. Ja, das ist, wenn, dann ist es oberflächlich. Es passiert bei jedem von uns etwas mit diesem Produkt. Ja. Auch bei mir passieren jetzt Dinge. Ne? Ich habe jetzt auch 10 cm weniger Bauch. Freue ich mich natürlich riesig drüber. Ja, aber es ist noch lange nicht das, was ich erreichen will. Aber dahinter steckt auch ein Thema. Brauche ich diesen Bauch vielleicht? Brauche ich vielleicht diese Fülle, um mich zu schützen vor Dingen von außen? Und da dürft ihr mal hingucken. Ihr seht hier an dieser Skala einfach so die Themen, die dahinter stecken können, warum bei dem einen oder anderen dieses Produkt in eine andere Richtung gegangen ist. Ja, und viele haben auch gesagt, sie werden plötzlich, ne, haben das Gefühl, so das wird alles so straff, das breitet sich alles so aus und die Haut wird straffer oder ja, sie spannt. Ja, da sind auch Themen in diesem Wasserelement dabei. Ja, ganz spannend. Wasser bedeutet in der TCM Stille. Ja, da wird die Grundlage gelegt für etwas Neues, wenn ihr also erstmal weiter werdet, so wie ich auch ganz viel Wasser entwickelt habe. Ja, das ist. Da ist ein Prozess im Gang, dass ihr eure Transformation gerade beginnt und aufräumt. Na, ihr kennt diese Bilder alle, wegzugehen, wegzuschieben, diesen ganzen Haufen von Müll, den wir im Leben
zu uns genommen haben, Stück für Stück abzubauen. Lasst euch bitte, bitte Zeit. Zeit und nutzt alles, was ihr braucht, was euch unterstützt. Bewegung, Ruhe, Schlaf, Freude. Geht mal wieder tanzen, ja, um aus diesem Stress rauszukommen und dieses Produkt einfach wirken zu lassen. Genau. Kann auch ein Zusammenhang sein, dass es einfach jahreszeitenbedingte Veränderungen im Körper gibt. Ne? Wir Frauen kennen das, nicht nur die Jahreszeit, sondern so Zyklus-Themen, dass man mehr wird. Auch das sind alles Zusammenhänge, warum bei dem einen zum Beispiel das Gewicht erst rauf geht, bei dem anderen geht es ganz schnell runter. Auch diese Dinge kann man aus der Fünf-Elemente-Lehre ein bisschen herleiten. Alles nur mal so Ideen zu sehen, dass es nicht immer nur irgendein Produkt ist, das vielleicht bei mir nicht wirkt, sondern es ist das gesamte Umfeld meines Lebens, was auf dich einwirkt und dafür auch verantwortlich ist, dass du weiterkommst oder dass du stehen bleibst. Und vor allen Dingen ganz wichtig, bei allem, was wir hier machen, wenn wir einen Prozess anschieben, und das ist eine Empfehlung von Frau Dr. Rahm, unbedingt daran zu denken, wenn wir einen Transformationsprozess anschieben, durch Skype, werden einfach die Dinge, die da seit Jahren und Jahrzehnten abgespeichert sind in unserem Organismus, freigesetzt. Und die muss man auffangen. Lasst euch bitte von denen, die heute neu sind, bitte von eurem Ansprechpartner erklären, warum dieses Produkt Clean Slate so wichtig ist. Auch hierbei ganz wichtig, ja, wirklich das aufzufangen, was ausgespült wird, damit ihr nicht noch mehr belastet wird. Ja, und das bitte auch ganz individuell mit eurem Ansprechpartner bitte, bitte besprechen, wie ihr das dazu nehmt. Aber ich empfehle aus meiner persönlichen Erfahrung, ich nehme jetzt seit 4 Jahren dieses Produkt und ich bin froh, dass ich es gemacht habe, weil ansonsten hätte es mich wahrscheinlich komplett aus den Socken gehauen. Ja, also mein Körper braucht ganz viel Ruhe, braucht ganz viel Aufnahmefähigkeit und jeder ist auch da individuell. Lasst euch bitte, bitte beraten. Ja, ihr könnt euch, diejenigen, die das Produkt noch nicht kennen, darauf freuen, denn es macht mit jedem etwas. Ja, und wir sind eine ganz tolle Community hier. Wir unterstützen uns gegenseitig und es wird auch in Zukunft noch viele, viele Informationen über dieses, ja, wunderbare Hilfsmittel geben. Und das möchte ich an der Stelle nochmal sagen. Es ist ein Hilfsmittel. Es wird euch aber nicht den Prozess abnehmen, die Dinge zu tun. Ernährungsumstellung, mehr Wasser, mehr Bewegung, mehr Selbstfürsorge und vor allen Dingen auch die emotionalen und die geistigen Themen mitzunehmen, die dahinter stecken, dass man vielleicht an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen Puffer hat. So wie bei mir. Herzlichen Dank. Und jetzt dürft ihr, wenn ihr wollt, Fragen stellen. Danke, Conny. Hat jemand von euch eine Frage? Ich weiß, das ist wahrscheinlich eher etwas, was ihr nicht erwartet habt, aber mir war das wichtig, denn wir dürfen unser Denken einfach verändern. Ich wollte nur mal Danke sagen für den tollen Vortrag. Danke, Beate. Wir beide sind ja eh im Kontakt. Genau. Ja. Und was ich auch noch mal sagen möchte, ne? Wenn es um 3 Kilo geht und um 30 Kilo, da dürft ihr euch sicher sein, das braucht ein paar Tage länger. Weil das, was da drauf ist, das ist nicht von heute auf morgen gekommen. Und ich möchte wirklich jeden ermuntern, zu lernen, ja, auf euren Körper zu hören. Jetzt muss ich mal gucken. Da ist eine Frage. Susanne, sollen wir dann das Clean Slate morgen, ich nehme das Clean Slate morgens und abends, also praktisch nach dem Aufstehen und dann vorm Schlafen gehen. Und dann dazwischen kann man das Skalp nehmen. Also auch das ist ganz individuell. Also es gibt eine offizielle Empfehlung, die lass dir bitte von deinem Ansprechpartner geben. Es steht auch in dem, es gibt ja ein 30-Tages-Programm, wo das auch mit drin steht. Also da bitte auch ganz, ganz, ganz individuell. Also ich kann euch nur sagen, wie ich es mache. Ja, also ich muss zum Beispiel momentan unfassbar aufpassen mit dem Clean Slate. Ich kann auch nicht zu viel dazu nehmen. Ja, genau die Frage. Auch das Clean Spirit. Also Clean Spirit lasse ich momentan komplett weg, weil Leberentgiftung
Mit einer völlig kollabierten Leber ist gerade ein bisschen schwierig. Also alles ganz, ganz, ganz sanft. Und ich nehme wirklich ganz intuitiv. Ich habe wirklich gelernt, intuitiv meinen Körper zu fragen, wann brauche ich das Clean Slate? Und ich nehme es morgens und abends. Ich nehme es teilweise mittags, wenn ich merke, dass bei mir ganz viel in Gang kommt. Ja, wenn mein Stoffwechsel sich hochfährt, nehme ich etwas zum Auffangen. Und ich nehme zum Beispiel das Gut zur Nacht. Ja, ich nehme es morgens. Es hängt aber davon ab, was ich esse. Ich nehme es zum Erzähl. Beispiel, wenn ich. Irgendjemand hat das Mikrofon auf. Ich nehme es zum Beispiel tatsächlich, wenn ich weiß, ich möchte gerne Kohlenhydrate essen. Ja, weil ich möchte ab und zu auch mal was essen, was mir schmeckt. Und dann nehme ich es 20 Minuten vorher. Claudia. Fachfragen bitte an meine Kollegen. Da bin ich raus. Hallo Susanne, Hallo erstmal Claudia. ganz herzlichen Dank für diesen tollen Vortrag und ich danke der lieben Karin, dass sie mich darauf aufmerksam gemacht hat. Wir hatten heute einen interessanten Austausch genau zu dem Thema und sie sagt, du musst heute Abend zu Susanne kommen. Und ich möchte mal loswerden. Du bist eine bildhübsche, wunderbare Frau. Danke. Schau mal in den Spiegel, das ist eine Wonne, dich anzuschauen. Danke. Guck mal meinen Mann. Danke, Claudia. Vielleicht ganz kurz zu deinem Thema. Ich komme gerade aus Island zurück von einem einwöchigen Urlaub, habe dort viel Ruhe genossen, musste dort alles anders machen als zu Hause, wie ich gewohnt war. Und mein Unterbewusstsein wollte dauernd, dass ich was anders mache. Und ich durfte dann lernen, Dinge anders zu machen und mich darüber zu freuen, dass ich meine Gewohnheiten über den Haufen schmeißen darf. Und im Gespräch mit Karin ist mir vorhin so aufgegangen, wir haben ja die Firma Root und das heißt Wurzel. Und die Rootprodukte, die greifen an der Wurzel des Problems und zwar ganz sanft, dass wir Zeit kriegen, das mitzumachen, dass unsere Seele das mitmachen darf. Und ich stelle mir jetzt einfach mal vor, wenn ich Wurzeln im Boden habe, bis daraus eine Pflanze erwächst, dann haben wir erstmal zwei Keimblätter. Und bis das alles ein Baum ist oder eine große Pflanze, ein Busch, das dauert. Ne? Wenn Genau. ein Baum gerade mal 1,5 Meter groß ist, dann ist er manchmal schon 15 Jahre alt. Ne? Und da kann man nicht erwarten, dass aus einer Wurzel, die ganz sanft anstößt, innerhalb von 3 Wochen der Baum entsteht. Das funktioniert nicht. Also Ja. ganz herzlichen Dank für die tollen Impulse. Wie gesagt, du bist wunderbar. Danke, Claudia. Und wisst ihr, das ist genau das, was mir passiert ist. Ne? Also meine Niere, mein Herz, meine Leber haben wirklich rebelliert, aber auch nur, weil ich die letzten Jahre echt Raubbau betrieben habe. Ich habe sie alle ignoriert. Es ging nicht darum, immer nur schlechtes Essen bildlich dazu zu nehmen, sondern es geht darum, wie gehe ich mit mir selber um. Ja, und ich habe einfach meiner Leber so viel zugemutet und zwar 50 Jahre lang. Und jetzt kommt da so ein Produkt, das räumt da auf. Und genau das, was du gesagt hast, ne, dieses, es aushalten zu können, es verarbeiten zu können, was da hochkommt, das braucht Zeit. Und jeder geht da unterschiedlich mit um. Und jeder, also es gibt ja auch Menschen, die können das gut wegstecken, die können Themen auch gut an die Seite packen, ne, angucken, verarbeiten, wegpacken. Aber auch da seid ihr alle individuell. Ja, und bei mir hat das nicht so gut geklappt. Und ich brauchte diese, ich sage das bewusst, diese Keule des Lebens, dass sie mir sagt: So, jetzt hältst du endlich an, jetzt legst du dich hin. Mein Mann muss dann noch ein bisschen nachhelfen. Ja, so. Aber ist ja, und genau darum geht es. Seht dieses Produkt bitte als euren Lebenshelfer an, euch dahin zu bringen, genau das, was du gesagt hast, Claudia. In eure Wurzeln zu kommen, sich wieder zu erden mit der Erde, mit Mutter Gaia, ja, um wirklich hinschauen zu können, was will ich im Leben, wo will ich hin? Sind es denn unbedingt die Funde, die weggehen müssen, oder ist es vielleicht einfach nur, dass ich mal wieder mit mir lieb umgehe? Genau, Weil dann genau. gehen nämlich die Funde von ganz alleine, ja. Genau. Und wenn du in die Stille gehst und einfach mal nur horchst, bewusst nichts denken, nur horchen, dann fühlst du dich und dann merkst du auf einmal, was du für ein wunderbarer Mensch bist. Und wenn du das merkst, dann kannst du den alten Ballast loslassen und dabei hilft dir Skalpt.
Ganz genau, ganz genau. Und unter anderem Skype, wir haben ja noch ganz viele andere Ja, Produkte, die unter einfach anderem, ganz viel auch klar. anschieben können, na, die wirklich auch, also es ist auch manchmal die Kombination von den unterschiedlichen Produkten. Und ich kann euch nur wirklich sagen, also probiert es auch aus. Ist es vielleicht das IDS, was ihr dazu braucht, ne, das Immune Defense Shield? Ja, das wirklich nochmal den Stoffwechsel mit hochschiebt, die Mitochondrien auch nochmal mit anschieben kann. Oder ist es auch mein Lieblingsprodukt, das Greens, das nochmal auf der Gewebsebene nochmal diesen ganzen Mist mitnehmen kann. Ja, und auch dieses, wenn diese Themen kommen, diese Themen der Trauer, der Angst, der Wut, ja, und wir haben alle solche Themen. Das Greens kann euch zum Beispiel dabei auch wunderbar unterstützen, nicht nur das Zero In, weil das Greens bringt Licht in die Zelle. Ja, das bringt so viel Licht und so viel Liebe da rein. Und wenn ihr das bewusst macht, dann wird es leicht, diesen Prozess des, sage ich mal, der Umwandlung auch ein bisschen länger zu tragen. Weil manchmal braucht man auch ein bisschen länger, um so das ein oder andere Lebensthema zu verarbeiten, was man vielleicht nicht sehen will. Ne? Das ist einfach so. Danke dir, Claudia. Renate. Schon ganz lange die Hand hoch. Ja, hallo. Also, ich habe deinem Vortrag gelauscht. wo ich etwas dagegen bin, ist, wenn man sagt, ja, du musst dann die Lebensgewohnheiten und die Essensgewohnheiten umstellen und Sport machen und bla bla. Das sagt jeder und das ist was total, wenn du in der Situation bist, wo du wirklich übergewichtig bist, ja, da rede ich nicht von 3 oder 5 Kilo, ja, dann kannst du genau das nicht, weil da brauchst du Willensanstrengung, das funktioniert nicht. Und das ist, solche Aussagen sind total entmutigend, aber zum Glück habe ich ja im September angefangen mit Trinity. Also Clean Slate, dann habe ich die anderen zwei Sachen dazu genommen. Dann kam Clean Spirit dazu im Dezember. Und dann ging es rund. Ich habe das, am Anfang war das noch nicht so genau mit den Tropfen. Meine Beraterin hat gesagt, sie hat mit 5 begonnen, da war ihr schlecht. Da habe ich mir gedacht, okay, dann probiere ich es halt mal mit 3. Und habe dann zügig jeden Tag 2 Tropfen mehr, bis ich auf 20 Tropfen war. Und am Anfang war es so, auch bei Clean Slate, sind mir die Haare ausgegangen. Das war für mich sehr schmerzhaft, weil ich hatte lange Haare, wollte sie einmal lang. Und dann habe ich so zugeschaut, wie wenn ich runtergeschaut habe, dass ich zugenommen habe am Bauch. Also ich habe mich nicht abgewogen, ja. Das habe ich gesehen, ja. Dann mit dem Clean Spirit hat sich das Ganze gedreht, ja. Ich habe dann gemerkt, wie das auf einmal weniger wird. Und ich habe keine Willensanstrengung. Meine Essensgewohnheiten haben sich, so wie ich es mir immer gewünscht habe, von selbst verändert. Ja? Ich bin jetzt keine Süße, aber so am Abend so Rotwein, das war immer so meine Gewohnheit. Das habe ich überhaupt nicht. Es interessiert mich nicht mehr. Es ist einfach nicht da und ich musste mich nicht zwingen. Ja? Und Renate? das ist das, was mich total angespornt hat. Ich habe auch noch Green Sleeves und Give Me Back My Youth. Und jetzt natürlich gleich Sculpt. Kann ich jetzt, ich habe mich am Anfang abgewogen und gemessen. Ich habe mich aber seither nicht draufgestellt und experimentiere halt. Und jetzt habe ich noch dieses Shield, was du da gerade erwähnt hast, das habe ich gestern bekommen. Und dieses andere, das Pulver, das nehme ich jetzt noch dazu und dann kommt ja noch Xodit und Und das Crush kommt auch noch. Genau. ja, und das Good Morning Middle habe ich bestellt und das Crash warte ich noch. Also ich wirf mir mal die volle Ladung hinein und gedacht, das muss man auf alle Fälle mindestens ein paar Monate machen. Also wie ich begonnen habe mit Ruth, habe ich mir gedacht, okay, ich probiere es jetzt 4 Monate aus und schau mal. Renate, aber Ja. ich würd da gerne nochmal drauf eingehen, weil ich finde das nochmal einen ganz wichtigen Aspekt, den du nennst. Natürlich bin ich voll bei dir, weil auch ich habe Schwierigkeiten. Ja, also ich sag's es jetzt mal, ich hatte einen Blutdruck von 170 zu 150. Da macht dann ein Spaziergang echt Mühe. Ja, und natürlich darf man das anpassen. Und ich habe so einen Prozess schon mal hinter mir gehabt mit einem anderen Produkt. Das braucht Monate. Auch die innere, nicht nur die Willenskraft, sondern
den Mut zu haben, hinzuschauen, dass man einfach auch vielleicht gerade nicht so kann, wie man sich das wünscht. Und wir sind in einer Leistungsgesellschaft, wir sind in einer Gesellschaft, wo du funktionieren musst, wo du auch gar nicht mehr in der Werbung immer nur schlank sein musst, aber du musst funktionieren. Das geht nicht. Das weiß ich. Ich habe Sport angefangen, zack, bumm, habe ich mir einen Bänderriss zugezogen, weil meine Bänder und Sehnen komplett auch total überlastet und übersäuert sind. Deswegen danke für diesen Hinweis nochmal. Also auch das, ne? Also ich habe bewusst meine Ernährung umgestellt, weil wir schon immer weniger Fleisch essen wollten und weniger, ich sowieso weniger Brot. Ich mache das ganz bewusst, aber ich mache das nicht im Stress. Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe, ne? Diese auch sich nicht zu verurteilen, wenn ich doch mal was esse, was nicht gut ist oder einen Rotwein trinke. Weil ich glaube, wir haben alle verlernt, im Genuss die Dinge aufzunehmen. Alleine schon mit Genuss und mit Bewusstsein Essen herzurichten, zu kochen. Ja? Ja, mein Wunsch war es, einfach wieder dieses natürliche Gefühl zu kriegen, ja, ohne dass ich mich jetzt zwingen muss. Bewusst, ja, ist für mich eh logisch, wenn ich diese Phasen hatte. Ich habe schon mal Ketogene Ernährung gemacht mit einem Arzt. Das war vor Corona, habe ich schon 30 Kilo abgenommen gehabt, ja. Also da nimmst du im Monat locker 12 Kilo ab, aber wirklich toll, da kannst du zuschauen, wie du abnimmst. Ich habe aber immer gewusst, ja, wenn ich dieses Psychische nicht zum Auflösen kriege, dann nützt es nichts. Und dann kam Corona dazwischen. Das hat mich dann echt geworfen. Und mit diesem Clean Slate, ich hab ja mutig die 20 Tropfen eingeworfen. Ich habe dann 4 Stunden am Tag geschlafen. In der Nacht war ich wach. Dann wieder, also alles. Vielleicht auch extrem, aber es war mir egal, weil ich wollte einfach was erreichen, ja. Und ich habe so das Gefühl gehabt, wie wenn ich im Zeitraffer irgendwelche Sachen aufarbeite. Ich konnte es gar nicht benennen, ja. Ich habe auch, mir sind auch die Tränen gekommen oder wenn irgendein Fernsehen, wenn es ein Wort oder irgendwas war, hat irgendwas getriggert in mir, ja. Also es hat sich was aufgelöst, ja. Und das war genau der Punkt, an dem ich immer gescheitert bin. Ich weiß genau, warum ich dieses Thema habe, ja, aber das wirklich, ich habe das bis ins Kleinste erforscht, aber nur das zu wissen, das hat nicht funktioniert. Und Genau. mit Clean Spirits hat das irgendwas bewirkt. Das ist jetzt einfach, ich merke, das ist jetzt aufgelöst, ja. Ich kann es gar nicht beschreiben. Ja, ganz Ob toll, jetzt Renate. nur die Kalbkapseln auch bewerkstelligen, weiß ich nicht. Aber Clean Spirit ist für mich wirklich der Hammer. Und ein bisschen Mut braucht man schon, wenn man was erreichen will. Also deswegen wollte ich nicht Ja. mit einem Tröpfelchen anfangen und dann bin ich in einem Jahr noch immer nicht weiter. Das. Renate, danke. Ich würde gerne die Lydia nochmal dazu nehmen, aber vorher nochmal was sagen wollen. Und zwar, ich habe vorhin darüber gesprochen, wie wir auch sprechen. Das ist ein großes Thema von mir, ja, die Kommunikation mit mir selbst. Wenn ich etwas erreichen möchte, dann bin ich in einer Erwartungshaltung, ja. Wenn ich aber wirklich auch mal den Prozess des Lebens laufen lassen kann, ja, weil es hat ja auch einen Grund, warum zum Beispiel dein Körper gerade in einer Situation steckt. Ja, und wir sind in der Lage, auch das laufen zu lassen, wenn wir uns dementsprechend auch einstellen. Ja, und dass wir unsere Sprache auch mal nutzen. Es gibt Menschen, die mir, danke Claudia, du warst gerade ein Beispiel, die mir sagen, weißt du was, mit deiner Fülle, ja, und nicht mit meinem Übergewicht, sondern mit meiner Fülle trage ich meine Fülle meines Herzens nach außen. Ja, auch mal mit sich selber wirklich liebevoll umzugehen und sagen, ja, ich bin jetzt gerade voll Vibe. Ja, wir sind jetzt in der Phase des Wassermanns und Frauen mit Fülle, ja, die dürfen jetzt auch gerade ganz viel mittragen. Ja, und auch mal die positive Seite zu sehen und auch nicht nur Frauen, sondern auch Männer, ne? So, das ist ganz wichtig. Also auch wirklich mal auf die Sprache zu achten. Was sage ich? Ja, das ist so wichtig, weil wir manifestieren mit unserer Sprache so viele Programme ins Unterbewusstsein, dass da gar nichts passieren kann. Ja, weil unser Unterbewusstsein immer wieder sagt, oh nee, du bist ja übergewichtig. Nö, ich bin in Fülle. Ich bin in totaler Fülle. Ja, und die Fülle, die darf sich wandeln in das, was auch wirklich dran ist. Ja. Lydia, entschuldige bitte. So, kein Problem, alles gut.
Also ich wollte jetzt eben nochmal auf das Thema eingehen, was gerade diskutiert wurde. Und zwar habe ich so das Gefühl, dass die Renate so ein bisschen die Erwartung hat, dass Skype ist eine Wunderpille. Das hatten wir alle zu Anfang. Ich finde gerade dein Call hat jetzt gerade bewusst gemacht, dass man tatsächlich für sich auch was im Leben ändern muss. Und dazu gehört es halt auch, den inneren Schweinehund zu überwinden. Und auch wenn man 30, 40, 50 Kilo zu viel hat, dann zu sagen, ja, ich tue aber was dafür. Und Renate, du bist das beste Beispiel, wenn du gerade selber sagst, du hast vor Corona mit Keto extrem viel abgenommen, ja. Und ich bin gerade auch an so einem Punkt, wo ich merke, das Skype alleine, diese Wunderpille, hilft mir nicht, ich muss was an meinen Essgewohnheiten verändern. Und ich bin mittlerweile auch dahin gekommen, dass es bei mir in die Richtung Keto geht. Also je mehr man sich damit beschäftigt, umso mehr muss man für sich auch rausfühlen, was kann dein Körper verstoffwechseln und was kann er nicht verstoffwechseln. Und scheinbar, wenn du Keto so gut Erfahrungen gemacht hast, kann dein Körper keine Kohlenhydrate verstoffwechseln. Ja, oder kann sie ganz schwer verstoffwechseln. Und dann kannst du, ich sag mal, 50 Skalp schlucken. Ob es das dann bringt oder nicht. Wie Susanne schon sagt, du musst an deiner inneren Einstellung arbeiten. Ich glaube, das schaffst du, weil du hast vorher ja schon mit Keto abgenommen. Ja, das heißt, arbeite an dir, nimm das Skype als Ergänzung und nicht als Wunderpille, dass pro Woche 10 Kilo schmelzen. Weil das habe ich mittlerweile auch abgelegt. Das Thema hatte ich mit Susanne, weil ich super enttäuscht war. Ich habe mich an Susanne gewandt, weil ich total enttäuscht war von diesem Produkt. Und es wurde so hochgehoben, es wurde in den Himmel gelobt und in den Gruppen nehmen alle so und so viel ab und ich sitze da und denke mir, ja, wo ist meins weg? Warum nehme ich mehr zu? Also klar, es nimmt an Umfang zu, mein Mann sagt, ich bin fester geworden, so, aber das Gewicht wird nicht weniger. Und ich habe jetzt auch aufgehört oder ich versuche es, es ist noch schwer, weil man ja so indoktriniert wird, nur aufs Gewicht zu gucken, das mal sein zu lassen. Aber Fakt ist auch, es gehört ganz, ganz viel innerer Schweinehund dazu, dass man das Ego weglässt. Ich würde gerne an dem Wording genau einschreiten. Ja, ich würde nicht den Schweinehund nehmen, sondern es geht, das Thema kenne ich auch. Ich war heute auch seit 4 Wochen mal wieder auf der Waage und Ja, man habe muss gesagt, sich halt motivieren, ne? Das ist halt schwer. Das ist sehr schwer. da bin ich wieder bei dem Thema dran, also was ich vorhin mit dem Unterbewusstsein gesagt habe. Euer Unterbewusstsein fängt in dem Moment an zu manipulieren. Das ist das, was wir gelernt haben. Das Gewicht muss innerhalb von kürzester Zeit von, ne, sag mal, 80, 90 Kilo auf 85 runter. Nein. Wenn man die Prozesse versteht, was da im Körper passiert, wenn jetzt plötzlich, sag ich mal, auch die Leber anfängt, ja, da fängt ja ein Prozess an zu arbeiten. Eure Organe schmeißen raus. Ja, da sind ganz, ganz viele Prozesse im Hintergrund, die erstmal, ne, und wenn wir und jetzt habe ich ja vorhin gesagt, wenn wir den regulären Ablauf des Körpers wieder anschieben wollen, nämlich dass die Fettzellen verdrängt werden durch Muskelmasse. Ja, die Muskeln dürfen sich aufbauen, dann werde ich schwerer. Das ist so, ja. Aber letztendlich ist das Gewicht doch gar nicht ausschlaggebend, sondern es geht, und das ist das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, es geht darum, dass ihr euch wohlfühlt in eurer Haut. Ja, und genau das, was du gesagt hast, die Haut fängt sich an zu spannen. Mein Dreifachkind wird weniger. Ja, so, ich beobachte so kleine Dinge, ja, und merke, dass sich meine Fitness verändert. Ja. Ich weiß ganz genau, das, was Renate gesagt hat, wenn man so viel Übergewicht hat, dann ist jede Bewegung schwierig. Aus dem Bett zu kommen, ja, das ist schwierig. Aber innerlich ein Lebensgefühl zu entwickeln, ne, das meinte ich mit diesem Schweinehund vielleicht anders. Ich möchte ein Lebensgefühl haben. Ich möchte mich wohlfühlen. Ich möchte endlich wieder ins Spiegel gucken können und sagen können, ja, ich kann dich angucken, weil ich dich mag. Und ich finde diesen Satz total blöd, aber er ist wirklich, ich finde, es ist elementar wichtig. Ich liebe dich. Ich liebe dich, den ich da sehe, diesen Menschen. Ja, und ich sehe dich und ich sehe deine Not. Fangt doch mal bitte an, mit euch liebevoll umzugehen. Diese Ungeduld, das ist Gewalt an eurer Seele. Und das dürfen wir mal verinnerlichen. Und ich weiß, wie schwer das ist. Und dafür brauchen wir auch diese Community. Ja, um sich auszutauschen und sich Mut zu machen. Und
Ich habe ganz viele, die mir Mut gemacht haben. Halt durch, halt durch. Und ich habe wirklich gedacht, ich muss echt auf die Intensivstation. Aber ich wusste, dass mein Herz mir was sagen will. Du treibst Raubbau mit dir. Also musste ich schlafen. Schlafen, schlafen, schlafen. Da konnte ich auch nichts essen. Ja, das war schon mal ganz gut. Ja. Und so dürft ihr alle mal mit euch selber wieder in diesen Blick gehen. Jörg. Ja, also die Erwartungshaltung ist wirklich so ein Punkt, das geht bei einem selber los. Ja, und immer das, was von außen einem angeschafft wird, also vermeintlich, was alles gut sein soll. Ja, jeder sagt uns, naja, dass das Runde irgendwo in das Eckige rein soll, und es ist nun mal nicht so. Ja. Der Punkt ist doch, wir alle sind sauer, mehr oder weniger. Ob das jetzt mal basisch ist, ja, emotional, oder weil wir irgendetwas nicht erreichen, was irgendjemand meint. Ja, also wenn man jetzt so in der Tierwelt schaut, ja, und man vergleicht es mal so ein bisschen mit dem Schulsystem, und der Elefant und der Fisch und der Affe müssen gleichzeitig auf den Baum klettern. Ich weiß, wer gewinnt und wer keine Chance hat. Aber das ist letztendlich die Aufgabe. Und jeder von uns hat ja diese Kilos. Bei dem einen ist es gar nicht unbedingt das Übergewicht, sondern das Gegenteil. Auch das kann Skype regeln. Ja? Weil wir sind ein Metabolismus, der exzellent arbeiten kann, wenn er alles hat, was er braucht, die sogenannten Mikronährstoffe, und wenn er alles rausschmeißen kann, was er nicht braucht. Auch unseren gedanklichen Müll. Und das macht Skype. Ja? Es tut letztendlich unsere innere Organuhr wieder so hinrücken, wie es sein sollte. Und wie war es denn früher? Also, so wie man es uns erzählt hat, ja, wenn es draußen dunkel war, ist man ins Bett gegangen. Wenn es hell geworden ist, steht man auf. Wer steht denn 6:30 auf, wenn es draußen jetzt anfängt, hell zu werden, oder 6:30? Ja, ich nicht. Ich gehe viel zu spät ins Bett. Ich sollte deutlich vor 0 Uhr ins Bett gehen. So, aber das ist genau der Punkt. Wenn ich jetzt aber meine Essgewohnheiten, und das kann jeder machen, ob er schlank ist, ein paar Kilo mehr hat oder sich halbieren möchte, ja, das funktioniert immer. Wenn ich letztendlich dafür sorge, dass mein Körper in eine Fettverbrennung hineingeht, dass die Zellen leer gefressen werden von dem Müll, der da drin ist, ja, weil jemand, der jetzt nur 3 Kilo abnehmen möchte, ja, der hat es häufig einen viel größeren Herausforderung wie jemand, der jetzt 50 Kilo vor sich hat, weil, bitte nicht falsch verstehen, der geht jetzt zweimal richtig aufs Klo, und das ist gut, ne? Das ist der Punkt, den man einfach sagen muss: Man muss die Pfunde loswerden. Und das geht, wenn ich Genuss zelebriere, dass ich mich freue, mein Frühstück zum Beispiel richte. Ich meine, wer sich diesen 30-Tage-Plan von der Dr. Rahm mal anschaut, das geht los mit Aufstehen, bisschen Bewegung, Meditation. Und das unterschätzen ganz viele. Dieses Herunterkommen, mit mir eins zu sein, glücklich zu sein. Ja? Und dann, Susanne? Und auch zu essen, also den Plan, wenn ich den Plan so essen soll, da bin ich mittags schon pappensatt, da geht gar nichts mehr, ja, und wisst ihr, dass auch da dieses Bewusstsein, nochmal dieses Bewusstsein dafür zu haben, dass wir einen Körper haben, der ganz wunderbar funktioniert, wenn wir ihm die Chance dazu geben. Und wenn ich den ganzen Tag lang mir einrede, nehme ich mich nicht aus. Ich habe das und das. Ich habe Fibromyalgie, mein Stoffwechsel kann gar nicht funktionieren. Ja, schön manifestieren. Ja, meine Schilddrüse funktioniert nicht. Schön manifestieren. Ja, aber mal darüber nachzudenken. Es gibt in Berlin eine ganz wunderbare Ärztin, die behandelt Hashimoto mit Blutegeln im Nacken. Ja, die sich einfach Gedanken gemacht hat, warum funktioniert denn dieses Organ da nicht mehr? Weil wir den ganzen Tag so sitzen, am Rechner und hier oben total verspannt sind. Ja, und das ganze Leben, die ganze Lebensthemen auch noch da oben dieses Paket draufpacken. So, was hat denn da? Da ist gar kein Platz mehr, damit die Schilddrüse arbeiten kann. Das gleiche passiert mit unserer Leber, das passiert mit unseren Nieren. Ja, und diejenigen, die ein ganz bewegtes Leben hinter sich haben, ja, die vielleicht schon die eine oder andere Beziehungskiste meistern durften. Ich kann euch sagen, dass eure Nieren und eure Leber hundertprozentig nicht in dem Ausmaß arbeiten, wie sie sollen. Ja, und sich ständig einzureden, dass
dieser Ist-Zustand, ich bin jetzt übergewichtig, so bleiben muss. Unser Bewusstsein ist so mächtig, obwohl wir es eigentlich viel zu wenig nutzen. Ne? Ihr denkt dran, 40 Millionen Bits das Unterbewusstsein und 40 Bits das Bewusstsein. Und wir benutzen das Bewusstsein 1 bis 5% pro Tag. Was haben wir denn da bitte noch für ein Universum frei, das, was wir heute haben, morgen zu verändern? Ihr kennt das alle. Wenn ihr eine Grippe kriegt, dann kriegt ihr eine Grippe, dann seid ihr krank, aber nächsten Tag seid ihr schon wieder fit. Ja? So schnell kann das auch mit diesen Gewichtsthemen laufen. Ja, wir haben ja Kollegen, wo es funktioniert. So, also dieses Bewusstsein zu entwickeln, auch meine Sprache, deswegen nochmal wieder, Sprache mit euch selbst. Achtet da bitte drauf. Ja, ich habe das und das. Mein Arzt hat gesagt, ich habe das und das. Ja, genau. Dann bleibt den Rest deines Lebens in dieser Erkrankung. Und ich sage euch das, Fibromyalgie, ich war in der Fibromyalgie-Liga, weil ich musste dahin. Ja, das sind Menschen, die, mit denen ich da saß, die wollten gar nicht gesund werden, weil es ja so schön bequem ist. Ja, und auch ich war bequem. Ich habe gefragt, mein Mann, wie oft ich gejammert habe, ich passe in das Kleid nicht rein und ich kann mich nirgendwo hintrauen. Anstelle zu sagen, und jetzt traue ich mich erst recht, weil ich bin schön. Ja, so, und wenn ich rausgehe, dann habe ich eine ganz andere Haltung. Ja, ich habe viel Oberweite. Ja, aber dann passe ich doch in die passende Klamotte. Andere Frauen müssen sich das Ding da vergrößern lassen. Ja, so, also wisst ihr, einfach mal das Denken zu verändern und dieses, danke Jörg nochmal für die, auch für diesen Ablauf mit diesem Produkt. Das räumt so dermaßen auf, ja, und sich darauf einzulassen und dann die Community zu nutzen und wirklich nach Lösungen zu gucken. Es gibt immer die eine Seite, ich habe eine Baustelle oder ich habe die Autobahn. Ich bevorzuge lieber die Autobahn, ja, weil ich stehe ungern im Stau, ja, und sich deswegen einfach mal dieses Bewusstsein nochmal wirklich anzueignen. Was kann dieses Produkt und die Produkte drumherum noch viel mehr? Aber was ist viel wichtiger? Was könnt ihr schaffen? Ihr seid doch die Herren und die Frauen über euren Körper. Ihr könnt eurem Körper auch mal bitte sagen, es reicht jetzt, ich brauche dich nicht mehr in der Fülle. Ja, jetzt darf es auch mal ein bisschen in der, sag ich mal, minimalistischen Ausführung sein. Auch das kann man sich sagen, Jörg. Ja, und Tipp, also gründet mit irgendjemandem eine Gruppe, ja? Tauscht euch aus und zwar nicht im Bereich, was nicht funktioniert, sondern was funktioniert. Und bitte legt die Waage weg. Krabbelt da von mir aus alle 14 Tage mal drauf, um so einen Ist-Zustand zu machen und messt dann auch mal und ihr werdet feststellen, wenn auf der Waage nichts geht, passiert irgendwas in den Umfängen. Und wenn ihr dann den anderen fragt, der sagt dann plötzlich, hey, du, dein Doppelkinn ist weg. Wenn ich jeden Tag in den Spiegel schaue, das fällt einem ja nicht so auf. Ja, das geht ja nicht so lang, so schnell. Ja, und sagt, oh, guck mal, jetzt hast du plötzlich so Winkeärmchen. Ja, da ist schon irgendwie was weggegangen. Jetzt müssen wir hier mal was für den Bizeps tun oder so. Und wenn ihr diese Begeisterung habt für euch selbst, ja, und auch, ich begleite auch jemanden, die ist in der Vorbereitungsphase, weil Sculpt ist ja für manche erst noch auf dem Weg, ja, und die ist total begeistert. Die sprudelt, ja. Und gestern hat mir jemand geschrieben, hey, die arbeitet in der Pflege, im Schichtdienst, ja, und hat gesagt, durch diese ganze Nachtschicht, Tagschicht und was auch immer, der Körper, ich kann plötzlich wieder schlafen. Ich bin frühs oder abends, je nachdem, wenn ich aufwache, fit und erholt. Und das wegen diesen ollen Kapseln, und die hat noch gar keins gehabt. Ja. Es funktioniert alles. Und es ist letztendlich das, gebt eurem Körper Zeit, weil wir alle sind deutlich älter wie 22,5, ja, und haben ein bisschen Zeit gehabt, das Gewicht aufzubauen. Ich meine, ich weiß, wie es ist, wenn man 16 Kilo in 8 Wochen abnimmt. Aber was hat man da normalerweise? Ja, so Hautlappen. Ja, lass uns das doch langsam und ordentlich machen. Nachhaltig. Und dann gehen auch ganz viele andere Probleme. Und schaltet die Antennen außen ab. Das ist letztendlich das, was Ruth ja macht und sagt. Ja, also wenn ich die Schwermetalle im Körper ausschalte, dann habe ich für Frequenzen und viele andere Sachen gar keine Empfangsantennen mehr. Ja? Und das Thema unter anderem Elektrosmog und Basen und Genuss, beschäftigt euch damit. Das ist so essentiell. Es geht nicht um die Pille. Ja? Es geht um euch, um euer bestes Ich. Um die beste Version von euch. Das ist euer Ziel.
Und dann lasst uns gemeinsam dran arbeiten. Danke, Jörg. Claudia. Ja, Noah, noch ganz kurz zum Thema. Psychologen kennen sich ja auch aus mit diesem Thema, ne? Und die sagen, dass wenn man vom Bewusstsein ins Unterbewusstsein etwas einprägen möchte, dann soll man das pro Tag 36 Mal wiederholen. Das klingt jetzt viel, aber wenn ich bis jetzt, wie du eben gesagt hast, Susanne, sage, 36 Mal am Tag, ja, ich habe Lipödem, ne? Dann kann ich doch einfach diesen Satz mal austauschen, sagen, ja, ich bin schön und gesund. Und immer wenn ich anfange, ich bin schön und gesund. Und so programmiere ich vom Bewusstsein das Unterbewusstsein. Und dann nehmen wir ein paar Bits vom Unterbewusstsein, was mich bisher gesteuert hat, und tauschen das aus. Und so kann man das mit jedem Satz machen. Immer wenn ich mich dabei erwische, fang an, Lipödem zu sagen, sage ich, ich bin schön und gesund. Und weißt du, was das Schöne ist? Das funktioniert nämlich tatsächlich. Und ich habe irgendwann festgestellt, weil ich habe ja auch, ne, dieses Thema in meinem rechten Bein. Und ich sage immer, mein rechtes Bein zeigt mir gerade, dass ich mal im Leben stehen bleiben darf. Ja, weil ich bin ja immer auf Dauerflucht. Ja, mein Bein zeigt mir gerade, dass ich stehen bleiben darf. Also wirklich mal eine andere Sichtweise auf die Dinge bekommen, die man hat. Ja, und auch diejenigen, wir haben ja nicht nur diejenigen, die abnehmen wollen, sondern es gibt ja auch Menschen, die wollen zunehmen. Ne? Jörg, du hast es gesagt. Ne? Auch dort, das Gleiche gilt genau dort. Ja, wirklich dieses Thema zu verstehen. Genau. Genau. Wichtig ist wirklich schon in der Sprache, da machen wir, glaube ich, auch nochmal einen Call zu, ne? In der Sprache wirklich zu sein, dort, wo ich sein möchte. Nicht ich werde irgendwann, sondern ich bin schön. Ja. Oh, und dann gibt es die Leute, die sagen, ja, ich bin schön, weil trotzdem, ne, trotz dass ich wer bin. Nein, ich bin einfach schön. So, ja, weil wir sind alle schön und darum geht es wirklich auch. Und diejenigen, die durchhängen, bitte nutzt doch die Gruppen und macht einen Hilferuf. Ich bin gerade so, ne, und diejenigen, die in den Gruppen sind und die hören, da ist jemand, der ist gerade unten. Bitte haut da nicht noch oben drauf, sondern fangt die Leute mal auf. Ja, und nicht immer nur gegen anreden, sondern lasst doch jemanden auch mal in seiner Wutphase. Die Wutphasen sind normal, wenn die Leber anfängt zu arbeiten. Ja, lasst uns mehr in diese Unterstützung gehen, dass wir mehr auch dieses System von Frau Dr. Rahm verstehen. Ja, sie ist das beste Beispiel dafür, uns immer wieder dahin hinzuwenden, hinzurichten, dass wir dorthin schauen. Wir haben die Wahl. Wir haben immer im Leben die Wahl, es zu verändern. Renate, noch ganz kurz, weil ich würde gerne den Call beenden. Es ist schon sehr lang. Ja. Okay, weil du sagst Wutphase. Also ich habe ja wirklich 20 Tropfen von Glitzpirit eingeworfen und dann habe ich wirklich gemerkt, ich war so wütend, so zornig. Aber ich war ja sowieso, ich bin zu Hause, bin in Pension, da ist es nicht so tragisch. Ich habe dann gewusst, oh, es tut sich etwas, ja, und es löst sich einfach was auf. Ich bin da durchgegangen und habe mich eigentlich, ich war glücklich im Unglücklichsein. Oder soll ich sagen, ich war im Unglücklichsein glücklich, weil ich gewusst habe, jetzt passiert was Positives. Genau, und genau das zum Abschluss. Wir haben Ingwer drin, ne? Ingwer, habt ihr gesehen, da geht es ja auch um das Thema Entzündungen, ne? Nehmt es mal bildlich. Da ist so ein Feuer in euch. Dieses Feuer, bei dem einen oder anderen darf das Feuer entfacht werden, dass der Stoffwechsel sich anregt. Ja, und bei dem anderen ist vielleicht zu viel Feuer, dass da keine Ruhe reinkommt. Denkt auch mal in Bildern. Euer Körper ist ein Gesamtbild. Es ist ein Wunderwerk. Ja, und denkt auch an diese Folie mit den Gemüse- und Obstsorten. Die Natur zeigt uns, was wir brauchen. Ja, ganz wichtig. Und an dieser Stelle danke ich euch, dass ihr euch auf diese kleine Reise anders eingelassen habt. Ja, und ich glaube, wir haben uns relativ rechtssicher bewegt. Das heißt, ich werde diesen Vortrag diesen Abend mit euch in die Academy schicken. Da könnt ihr euch den dann nochmal anschauen. Lieben, lieben Dank und danke, dass ihr mir heute Abend die Chance gegeben habt. Ich war nämlich ganz schön aufgeregt. Vielen Dank an euch.